Und so, wie sich jetzt die Lage zugespitzt hat, sage ich mal, Marvin, du bist ja ein alter MMA-Fan und ich fordere dich zum Boxkampf oder wenn es dir lieber ist, fordere ich dich auch zu einem MMA-Kampf. So, jetzt machen wir Programm und zwar beschäftigen wir uns mit dem Kollegen Marvin. Wir fangen an mit einem Video von Abu Intellektueller. Der hat ja den Marvin wunderschön am Kicker und macht so kleine Clips, die er dann auf YouTube veröffentlicht. Und hat er hier jetzt was präsentiert, wo der Marvin von seinem Chat hops genommen wird. Ja, tu mal so, als wär's Brad Pitt immer richtig cringe, Marv. Boah, Compadre, nur weil du eine ungefickte Jungfrau bist. Mann. Tut mir leid, dass bei dir im Bett nichts geht, ja. Compadre, mach einfach ein bisschen was aus dir. Erleb was im Leben, ja. Und dann hast du auch was zu erzählen und dann klappt das auch mit den Ladies. Ich finde das einfach so geil, dass gerade er, der die ganze Zeit lebt wie ein Mönch und Hashtag Zölibat, dass gerade er auf so eine Ebene geht. Richtig. Meine Freundin fragt mich gerade, ob du Barisch Milano bist. Was sagst du dazu? Barisch Milano? Den kenne ich nicht. Jetzt google ich das. Barisch Milano. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das, ich kenne den nicht. Weiter mit dem Fahrrad. Ich hier komplett ausraste. Ja. Das hat ihm gar nicht gefallen. Das kann sein, dass die Sache bald kippt, wenn sie nicht schon gekippt ist. Dann habe ich hier ein kleines Video von ihm. Da geht es um den Jesus liebt er ja abgöttisch. Man kann ja schon von so einer Bromance sprechen zwischen Marvin und Jesus. Jetzt muss man halt sagen, der Jesus disst ihn ja auch. Aber der Jesus disst ihn halt wirklich gut. Und da jetzt so ein kleiner Clip in Sachen Jesus. Okay, komische Jesus ist online. Da würde ich einfach gar nichts sagen. Er überlegt halt gerade, wen soll ich raiden? Dann sieht er den komischen Jesus und findet das aber gleich so lustig, was er gesagt hat, dass er lachen muss. Aber er hat ja komisch gesagt. Na, komisch kann ja auch komisch sein wie Komik. Also auf jeden Fall absolut der Knaller. Jesus kriegt dann immer die ganzen Zuschauer, die schon eingeschlafen sind bei Roos, ne? Das ist einfach der Witz. Alter, Jesus einfach vernichtet. Ja. So, dann haben wir hier, wurde er angeschrieben. Kleine Fragerunde zur Morgenstunde. Was sagst du zu Bogis Aussagen? Ich habe Bogi deswegen schon vor ein paar Tagen geschrieben und ihm gesagt, dass ich das kacke finde. Jeden, der mich schon länger verfolgt, wird klar sein, dass ich das absolut verurteile. Wenn man auf die Familie von Kontrahenten geht, gerade wenn dort jemand im Sterben liegt, sowas würde ich selbst nie machen und lasse das auch einen Bro wissen, wenn ich sowas nicht gut finde. Also on stream hat er nichts gesagt. So wie ich es mitbekommen habe. Und dann kommt jetzt hier für alle sensationsgeilen Keks, die in meiner Story campen. Und jetzt zeigt er, was er dem Bogi geschrieben hat. Und das finde ich richtig Bombe. Bogi, mein Bruder, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe das mit den Sprachnachrichten an Jesus mitbekommen. Man kann den ja doof finden. Und er hat auch genug Angriffsfläche, aber auf den kranken Vater zu gehen, ist too much. Findest du nicht, Bro? Der Beef aktuell ist sehr eklig, aber sowas steht uns nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du das in einem Moment der Schwäche an Jesus geschickt hast. Ich will dir nichts vorschreiben, sondern einfach nur als Freund fragen, ob du nicht denkst, dass du dich für die Aussage mit dem Dad entschuldigen kannst. Dieses Karma will doch keiner auf sich tragen, Bro. Ansonsten hoffe ich, du hast einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, mein Bester. Alter. Ich habe ein Bugs Bunny T-Shirt. Und nicht mal ich schreibe ganz liebe Grüße. Wer schreibt sowas? Der Typ sagt zu mir, ich bin ein Boomer. Naja. So, dann habe ich hier noch ein spannendes, kurzes Video. Jetzt wird es ein bisschen gottlos, aber es ist gedeckt von Karma. Vielleicht noch drei Fragen. Welche Länder oder Städte würden dich noch reizen? Gerne mal das ein oder andere asiatische Land bereisen. Kambodscha. Mhm. Vietnam. Ja. Die Philippinen. Philippinen auf jeden Fall, ja. Halt, ne? Dann würde ich auch gerne noch in das eine oder andere afrikanische Land reisen. Mhm, klar. Unter anderem so Ghana. Mhm. Ghana. Vielleicht Gambia. Ich, sehr, sehr interessant. Mhm. Jetzt nicht nur wegen dem einen oder anderen Instagram-Model, was ja. Gibt es Instagram-Models auch aus Ghana?
Hashtag Mönch. Gesehen habe aus dieser Gegend. Ihr wisst ja, ich bin auch so ein Typ. Ich bin ja nicht nur jemand, der blöde Witze macht und Spaß macht und so, sondern ich arbeite ja auch seriös. Und dann habe ich ein bisschen die Recherche aktiviert und habe mir so gedacht, was sind denn das für Länder, in die der Murwin reisen möchte? Und dann habe ich mal so Google angeworfen und dann habe ich entdeckt, es gibt eine Seite, die nennt sich Urlaubsorakel. Ich kann euch nicht alles zeigen, aber das kann ich euch mal zeigen. Da seht ihr hier. Urlaub, die 6 besten Reiseziele. Mehr kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich kann es euch nur vorlesen. Wir haben auf jeden Fall mal dabei Thailand, ja. Brasilien haben wir dabei, das sagt er auch, dass er da gerne hin möchte. Philippinen natürlich auch, ganz vorne mit dabei. Kambodscha auch, ganz vorne mit dabei, ja. Ghana ist es nicht, aber Gambia ist es. Bogota. Bogota ist anscheinend auch ein Land, wo sehr viele Sextouristen hinfahren. Ich glaube, das geht schon über Zufall hinaus, mit dem wir hier jetzt zu tun haben. Sag mal so, lieber Murwin, vom Prinzip her, du bist ja halbwegs ein gut aussehender, nicht mehr ganz so junger Mann. Zwar mit mehr Haarausfall, aber auf jeden Fall jünger als ich. So ein Instagram-Model aus Ghana beeindruckst du mit deinen Aufrufzahlen noch nicht. Und so wie es ausschaut, werden sie auch nicht mehr. Und mit dem aktuellen Aussehen beeindruckst du dieses Insta-Model aus Ghana auch nicht. Da muss ein bisschen Pump her. Was ich eigentlich sagen will, arbeite ein bisschen an deiner Hülle, dann wird es auch was mit dem Körper. Arbeite viel an deinem Charakter, dann brauchst du auch keinen Sex-Tourismus mehr. So, gut, das war jetzt ein bisschen Spaß, aber jetzt wird's wild. Ihr wisst ja, es gibt eine YouTuberin, die nennt sich Aletta from Valerie. Die hat vor Monaten ein Video gemacht zu Sinan G. Ist das Ganze ein bisschen differenzierter angegangen. Der Roos hat sie mal on stream gezeigt. Ich habe sie ein paar Mal on stream gezeigt. Ich habe mich durchaus von der Frau beeindrucken lassen, muss ich sagen, wie sie an die Sache rangeht. Sie ist Opfer von sexueller Gewalt, war das als Kind, und sie hat auf diese ganze Sache rund um Sinan einen sehr differenzierten Blick. Und ich muss aber auch sagen, dass sie jetzt nicht so den Sinan whitewashen tut oder so. Also die sagt schon, dass das, was da gesagt wurde, das war nicht okay für sie, war krass übertrieben. Der Sinan muss darüber nachdenken, was das war. Und ich habe lange überlegt, ob ich ihr mal schreibe. Ich folge ihr jetzt schon seit einiger Zeit auf Instagram. Ich habe mir ein paar Videos von ihr angeschaut und ich habe lange überlegt, ob ich der Frau schreibe. Ich habe mir gedacht, ich warte jetzt noch die Theaterproduktion ab, wo ich drin bin, weil ich keine Zeit habe. Und wenn das vorbei ist, schreibe ich ihr mal, einfach mit ihr zu plaudern, ne? Weil ich habe viel nachgedacht über sie. Habe mich immer wieder auf sie berufen und dann kriege ich heute von ihr Nachrichten auf Instagram. Dann hat sie mir eine ganz, ganz lange Nachricht geschrieben und ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, ich spinne. Mir stand die Kinnlade offen bis hier, was die mir erzählt hat. Ich habe dann zurückgeschrieben, noch ein paar Fragen gestellt und so, und dann hat sie mir wieder zurückgeschrieben, ist auf die Fragen eingegangen, unter anderem auch, ob ich öffentlich darüber reden darf, was sie mir heute erzählt hat. Ich zeige euch jetzt mal ihren YouTube-Account. So. A Letter from Valerie. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und das ist das Video, wo sie sich äußert über Sinan. Die Frau wurde mit einem Hass konfrontiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der böse Mann hat sie erwähnt in einem Video, dann ging es richtig los. Der Marvin hat sich lustig gemacht über sie und der Hecke hat mit ihr diskutiert. Was ich so krass finde, ist, dass so dieser Hate aus einem Milieu kommt, was wir schon ganz gut kennen, nämlich aus dieser Hater-Bubble rund ums Drachengame. Es gibt Leute, die der Frau geschrieben haben, sie machen aus ihr einen neuen Rainer Winkler. Muss man sich vorstellen. Eine Frau, Opfer von sexueller Gewalt, die sich hinstellt und ein differenziertes Video zu Sinan G macht, bekommt von einer Gruppierung, die sich NWO nennt, oder irgendwelche Leute, die sich zu dieser NWO zurechnen, die ärgsten, krassen Nachrichten. Ich habe mit ihr ein bisschen hin und her geschrieben und ich werde euch jetzt ein bisschen was zitieren, was sie mir da so zurückgeschrieben hat. Unter anderem habe ich ihr halt geschrieben, dass so diese Kämpfer jetzt für Kinderschutz, sei es so jemand wie Bösemann, Bela Spogi, Carsten Stahl, diese ganze Zuhälterbagage, aber auch einer wie der Hecki oder so jemand wie der Nemesis, dass diese ganzen Typen, die so sagen Kinderschutz, 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 aber wenn dann jemand kommt, der mal tatsächlich betroffen war von sexueller Gewalt und sich in einer Form äußert, die diesen Typen nicht ins Konzept passt, dann werden sie richtig ekelhaft. Man hat das gesehen beim Nemesis, der gesagt hat, er bekommt quasi das Kotzen, wenn er der Valerie zuschaut. Diese Typen, die nehmen so ein Missbrauchsopfer nur ernst. Wenn das irgendwo in der
Ecke kauert und Crack raucht und sich die Unterarme aufritzt. Es sind einfach abgefuckte Würstchen. So, sie hat mir geschrieben, dass sie eine Diskussion mit dem Hacky hatte, mit What the Hack. Und der Typ war der Meinung, sie als Betroffene von sexueller Gewalt, die sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, damit auseinandergesetzt hat, das hinter sich zu lassen, bekommt von einem What the Hack erklärt, dass sie es so zu sehen hat, wie er das eigentlich auch meint. Sie hat ihm erklärt, dass das eine Opferstigmatisierung ist, so nennt sich das in der Fachsprache. Und dann hat er gemeint, sie würde sich in die Opferrolle begeben. Sie sagt, man kann mit so Typen eigentlich nicht diskutieren, weil man es ihnen nicht recht machen kann als Betroffene. Das sind irgendwelche Vollidioten, die glauben, sie kämpfen da jetzt auf Twitch oder auf Twitter oder irgendwo für Kinderrechte und fallen in Massen über Leute her, die sie verdächtigen, irgendwie zu sein. Vom Prinzip, es ist ja eine gute Sache, in dieser Sache für Aufklärung zu sorgen. Aber um das geht es ja da nicht mehr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hat der Murwin reacted auf mein Video, was ich gemacht habe. Rasur von Marvin, Belasch und Osman. Und ich beziehe mich in diesem Video auf A Letter from Valerie und wo sie sagt, dass ein Kommentar von ihr bei Marvin gesperrt war. Und jetzt versuche ich euch das wiederzugeben, was sie mir geschrieben hat. Der Marvin hat ihr über Instagram geschrieben, dass sie mit ihren haltlosen Vorwürfen so perfiden Leuten wie Ruth oder Baba Bartonek in die Hände spielen würde. Jetzt war die Valerie ein bisschen überfahren und hat sich dann ein bisschen zurückgenommen. Der Murwin hat sie in den Himmel gelobt, hat ihr erklärt, wie viel Respekt er hat vor ihr und vor ihrer Arbeit und sie war dann trotzdem über den Rest der Nachricht irritiert, weil sie das Gefühl hatte, er würde Zwietracht sehen wollen. Sie hat ihm dann auch klargemacht, dass sie das Gefühl hat, er würde jetzt irgendwas von ihr wollen, nämlich, dass sie das klarstellt mit diesem Kommentar, mit dem Gelöschten. Und dann hat sie sich am Abend die Reaction vom Murwin angeschaut, auf mein Video und dann war sie einfach am Boden, wie sie gehört hat, wie er da über sie gesprochen hat. Sie hat ihn dann nochmal drauf angesprochen und er meinte dann, er würde normal über sie reden und was sie das stört. Die andere Antwort hat er gar nicht mehr gelesen, also er ignoriert sie jetzt quasi. Jetzt gebt ihr mal, wie er da über sie redet. Vielleicht wegen dem Link irgendetwas nicht gepostet wurde. Mein Kommentar ist übrigens nicht mehr unter dem Video zu finden. Ja. Ja, ich habe deinen Kommentar gelöscht, weil der mich komplett entlarvt hat, Valerie, auf jeden Fall. Ich habe deinen Kommentar vor diesem Video nie gesehen, sorry. Bei über 1000 Kommentaren lese ich mir bestimmt nicht alles durch. Was nicht heißt, ihr sollt nicht mehr kommentieren. kommentieren, ja? Wird, wenn es weiterhin ein schönes, geschütztes Leben hat, eventuell davon nichts erfahren. Verurteilt werden kann, auch bei mir. Auf welchen sich... machen, ne? Welchen informieren kann. Hilft. Ist ja kein schlechter Kommentar, ja. Hat sie auch recht, kann man definitiv machen. Ne? Da, so inhaltlich ist der Kommentar ja jetzt hier nicht zu kritisieren. Ja? Nur wie sie hier damit umgeht, dass ihr Kommentar anscheinend nicht gepostet wurde, finde ich sehr unfair. Telefon, sexuelle Gewalt, kein Täter werden.de. Also, oder aber auch von Betroffenen hätte er ja vom Prinzip gleich sagen können. Sie hat mir dann noch erklärt, am 13. kam dieses Video raus, am 14. hat er sie kontaktiert. Er hat ihr nicht gesagt, dass er auf mein Video reagiert hatte, das ließ er komplett raus, hat er wahrscheinlich nicht haben wollen. Sie glaubt das nicht, dass er das Kommentar übrigens nicht gesehen hat. Aber da sieht man halt vom Prinzip, was das für ein Typ ist. Und das ist auch das, was ein Ruth sagt oder auch ein Jesus, dass er eigentlich immer auf super freundlich tut und so und letzten Endes aber hintenrum ein Wendingo ist. Und jetzt noch was anderes, das werde ich euch jetzt auch noch vorlesen. Da geht es jetzt nicht direkt um den Marvin, aber ich muss schon dazu sagen, Marvin, das ist auch die Meute, die du mit angeheizt hast, die da jetzt groß geworden sind und sich sehr stark fühlen. Die A Letter from Valerie hat dieses Video hier gemacht. Das hat dann so ein bisschen Welle gemacht. Ich meine nicht viel. 5886 Aufrufe. Aber sogar ein Bösemann hat zu diesem Video was gesagt. Und zwar hat er sie als ein angebliches Opfer bezeichnet, das sich gemeldet hat, das Video vom Bösemann ist nicht mehr online. Und dann ging es los. Sie hat dann Nachrichten bekommen, du wurdest bezahlt, die NWO sieht alles, du wirst zum neuen Drachenlord gemacht. Die hat Nachrichten bekommen, wo Leute geschrieben haben, sie werden ihr die Augen
ausdrücken. Also das kam dann alles nach dem Bösemann-Video. Und letzten Endes hat dann ein Typ ihr ein Foto geschickt von ihr mit ihrem Klarnamen und dazu geschrieben, man wird sie finden und vor ihrer Haustüre mal mit ihr reden. Dann hatte sie Panik und hat einfach angefangen zu löschen und zu blockieren. Das ist der aktive Kinderschutz im Internet. Und Marvin, das ist eine Meute, die du mit angeheizt hast. Du hast Typen wie Bösemann oder auch einem Ali Osman Props gegeben. Du hast damit die Zuschauerschaft von diesen Leuten mit angeheizt. Du trägst auch Verantwortung dafür, dass ein Kuchen-TV und ein Monte das in den Mainstream gebracht haben und diese Meute noch weiter aufgeheizt hast. Du hast komplett unreflektiert an der Jagd gegen Sinan G dich beteiligt und sogar mit angeheizt. Und was ich richtig mies finde, ist, dass der Murwin sich über die Valerie lustig gemacht hat, ohne ihr wirklich zuzuhören. Sie ist Opfer von sexueller Gewalt und sie ist eine Frau und deshalb solltest du die Klappe halten und zuhören. Ihr wisst, ich habe den Marvin zum Boxkampf gefordert. Er hat ja nicht mehr reagiert auf das zweite Video. Er hat auch nicht auf meine Herausforderung zum Boxkampf reagiert. Und die Valerie hat auch geschrieben, sie würde sich, wenn es diesen Boxkampf gibt, 2 Karten kaufen. Auf jeden Fall. Und so wie sich jetzt die Lage zugespitzt hat, sage ich mal, Marvin, du bist ja ein alter MMA-Fan und ich fordere dich zum Boxkampf oder wenn es dir lieber ist, fordere ich dich auch zu einem MMA-Kampf. Ich bin da sehr offen. Ich habe eine Trainerin, Marvin, das ist hier, das ist die Katie, die war schon 2-mal zu Gast bei mir. Die ist Woke, das ist die Woke Katie. Die trainiert gerade, um in die MMA zu kommen. Ist eine Wahnsinnskämpferin. Ich würde mich von der Woken Katie trainieren lassen, um dich auseinanderzunehmen. Ich meine das tatsächlich ernst. Ich würde bei so einem Event, wenn der stattfindet, gegen den Marvin antreten.